In der heutigen Folge Burger in Bangkok. Kann Thailand auch was anderes außer Partei und Curry? Das hab ich richtig erwartet. Hi Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute gehen wir Burger essen in Bangkok. Ich weiß, ihr liebt Burger-Videos, ganz YouTube liebt Burger-Videos, warum auch immer. Aber wir haben uns gedacht, okay, warum gehen wir nicht Burger essen in Bangkok? Mal gucken. Ja, Burger in Deutschland sind ja immer eigentlich ziemlich nice. Und wie es in Thailand sein wird, werden wir heute sehen. Wir gehen zu Daniels Tiger Burger Hub. Wurde uns von vielen empfohlen. Habe ich auch ein paar Videos gesehen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ehrlich gespannt. Wir fahren gerade mit dem Taxi dahin. Und ja, aber das Problem ist, in Bangkok ist immer Stau. Das heißt, wenn ihr schnell vorankommen wollt, nehmt euch kein Taxi. Am besten Tuk-Tuk, Motorrad oder S-Bahn, wenn ihr könnt. Und ja, wir haben halt nur Zeit, deswegen fahren wir mit dem Taxi. Und ja, ich bin gespannt. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt da. Ja, Daniel Tiger Burger. Und zwar in einer Straße, wo es eigentlich nichts gibt, außer diesem Burgerladen, der auch ziemlich unscheinbar ist. Wir sind fast vorbei, also eigentlich schon vorbeigefahren mit dem Taxi. Ich habe es aber nochmal gesehen auf der Map, dass es hier ist und ja, das ist ein kleines Haus. Ich würde sagen, lass uns reingehen. Wir sind die einzigen hier. Setz dich, Bruder. Also. Oh, sie haben auch Wagyu Beef. Nice. Oder auch Schwein. Das ist immer ganz nice. Also, sie haben Lammfleisch, Wagyu Beef, Schweinefleisch und sogar Lachsburger. Also sehr, sehr verschiedene Fleischsorten. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. In dem Beef, Schwein und Lamm. Ja. Die Burger sind angekommen, Leute. Schaut euch mal diesen Burger an. Saftig. Schönes Patty. Bacon. Der Käse ist nicht geschmolzen, aber naja, gucken wir mal, wie es schmeckt. Schönes, geiles Fleisch, Wagyu-Fleisch, Soße, Lettuce, Bacon. Die natürlich auch den gleichen. Fries haben wir bestellt. Einmal die Trüffel-Fries. Weiß jetzt nicht genau, wo da Trüffel drin sein sollen. Aber naja. Und die Tiger-Fries. Die sehen sehr, sehr nice aus. Muss ich ehrlich sagen. Mit Bacon, die Tiger, hausgemachte Tiger-Soße und Käse. Ja, haben wir noch ein paar Soßen bekommen. Und wir haben nämlich diesen Burger bestellt, den Mr. Steve mit Wagyu Beef. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, es ist ein bisschen komisch, dass der Käse nicht geschmolzen ist. Aber vielleicht ist es einfach so hier in Thailand. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal den Burger, den Mr. Steve Burger. Ist ganz geil, dass die den so nice verpackt haben. Ja, cheers. Mmh. Wow. Krass. Wie krass. Das habe ich echt nicht erwartet, dass der Burger so gut ist. Also. Ganz kurz, ich spiele noch nur das Fleisch kurz. Mhm. Mmh. Oh shit. Krass. Okay. Also. Das Fleisch ist sehr, sehr zart, saftig. Richtig juicy, auch perfekt medium. Wenn du hier mal so reingehst, seht ihr, es ist auf jeden Fall noch pink, fast wie so ein Steak, eher so medium rare, fast schon. Und dieses Zusammenspiel mit dem Käse, ich dachte, es wäre nicht so geil, dass er so irgendwie so noch voll hart ist, aber der ist gar nicht hart. Ist zwar nicht geschmolzen komplett, aber irgendwie ist es ziemlich nice, dass das Fleisch. Mit diesem Käse und dem Bacon darüber
voll die geile Symphonie. Also das Fleisch ist richtig zart, der Käse ist richtig weich obendrauf, der Bacon crispy, dann die Tomate drunter mit dem Lettuce, also mit dem Eisbergsalat, gibt auch nochmal ein bisschen Crunch. Das heißt, du hast oben Bacon Crunch, unten Salat Crunch und in der Mitte dieses saftige Fleisch mit dem geilen Käse und diesen saftigen Tomaten rundet das mega ab. Dann hast du noch zwischen diesen Crunch nochmal diese weichen Brötchen, die ich glaube das war ein Brioche. Ja, Brioche Brötchen. Boah, das ist eigentlich wirklich eine gute Symphonie in einem Burger. Also, das hätte ich echt nicht erwartet, dass er so gut ist. Wow. Wollen wir die Fleisch probieren? Also, ich nehme einfach meine Hand jetzt. Irgendwo steht. So wie in die Neandertaler. Okay, nicht viel bekommen, aber ein bisschen. Sorry Leute, falls es ein bisschen eklig aussieht, aber wir haben kein Besteck bekommen. I mean like, die Fries selbst sind ein bisschen plain, da ist kein Salz drauf. Die Soße ist nice, die ist ziemlich so ein bisschen so ein bisschen wie eine Spicy Mayo. Bacon ist auch nice und diesen karamellierten Zwiebeln. Sowieso Bombe. Aber die Fries selber ist so dünne Fries, so McDonald's Fries gefühlt. Die sind okay. Nichts Besonderes. Kommen wir zu den Trüffel-Fries. Also mit Trüffel, angeblich. Ich sehe, doch, ganz leicht. Aber, es riecht dann. Oh, es riecht nach Trüffel. Okay. So, Käse. Ist auch okay. Also, hab schon deutlich bessere Trüffelfries gegessen. Auf jeden Fall. Diese Fries sind dem Burger einfach nicht gerecht. Die passen nicht zu diesem Burger. Der Burger ist einfach viel besser als diese Fries. Ist echt schade. Oh naja. Probier du mal, Bro. Es ist wirklich gut kombiniert so mit dem Käse, mit dem Bacon, so auch wie das Fleisch ist. Ich habe glaube ich das erste Mal Burger gegessen mit Wagyu-Fleisch. Schon saftig, oder? Es ist saftig, ja. Schmeckt geil. Wirklich gut. Ich esse immer weiter. Gut, ja. Ich glaube, da fehlt dieses so bisschen ölige vom Trüffel. Ja. Wahrscheinlich haben die auch nur so Trüffel benutzt. Ja. Das ist nochmal Tiger? Tiger. The Baker. Yes. Ja, okay. Okay. Cool. Auch wenn die Fries ein bisschen dicker wären. Mhm. Und ein bisschen mehr Farbe. Auf jeden Fall. Ja, aber die sind einfach klein. Die sind voll dünner, noch dünner als so McDonald's Fries oder so. Sag das gleich. Ja. Sehen so aus. Ja, okay, let's eat. Ja. Alles besser. Und
frisch mal diese halbwerte Scheiße an. Diese Soße ist so geil. Und hier hinten habe ich gerade ein Biss genommen. Voller Soße. Das hat so geil geschmeckt. Und das Fleisch auch ziemlich medium rare. Haben wir ja auch so bestellt. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich voll. Wir sind ja jetzt im Laden. Und ich glaube, deren Business ist eher auf Lieferservice. Und es gibt kein einziges anderes Restaurant hier, außer das hier. Und die Straße ist auch gar nicht besucht, also es ist kein Restaurant oder kein Burgerladen. Das ist irgendwie auf. Das ist mehr wie ein Burger. Das ist mehr wie so ein Burger. Und ich glaube, es gibt keine Laufkundschaft. Gar keine. Ja, wir haben es jetzt gefunden durch Empfehlungen von einem Sponsor. Ihr seht ja auch das Interieur hier. Das ist sehr, sehr bescheiden. Aber es reicht aus. Es gibt eine schöne Couch, einen schönen Tisch. Ein paar Stühle, das ist auch klimatisiert, ganz nice. Hauptsache der Burger schmeckt. So Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir alles zerstört, komplett. Nichts übrig geblieben, außer ein bisschen Käse. Und ja, das war eine sehr, sehr geile Mahlzeit, wirklich. Jo. Abschließende Wörter für diesen Burger. Und zwar war das ein wirklich sehr, sehr guter Burger. Er wäre sogar in Berlin, meiner Meinung nach, sehr stark. Also wenn es genau diesen Laden geben würde in Berlin, würde der sehr, sehr gut ankommen. Bin ich mit fester Meinung dabei. Die Fries waren leider eher so semi, habt ihr ja gesehen. Waren trotzdem lecker, wir haben sie trotzdem aufgegessen, beide. Aber da kann man noch deutlich Besseres machen oder das deutlich verbessern. All in all. Sehr, sehr zufrieden mit dem Burger. Sehr überrascht, dass Thailand sowas noch bieten kann. Weil vor einigen Jahren, als ich noch hier war, gab es immer nur so, also was so Burger und so angeht, immer nur so eher semi-gute Sachen, weil die Sachen, die Asiaten, die Thailänder, essen eher so süß gefühlt und ganz komisch manchmal. Was ich nicht verstehen kann bei so Teigsachen. Aber das war sehr, sehr stark. Danke fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, drückt gerne ein Like nach oben, kommentiert gerne, was ihr gerne sehen möchtet von uns, von mir. Und vergisst nicht zu abonnieren, damit ihr die ganzen neuen Videos nicht verpasst. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut.